Was habe ich getan? Da rennt jetzt einer auf uns zu, Leute. Untote Klinge. Uraltes Akaviri. Amulett der Ansei. Antiker Klingenhelm, antiker Klingenschild. Gefällt mir an sich. Aber dass jetzt einer auf uns zurennt, gefällt mir nicht so ganz. Ach, das ist ein Geist. Geist des Rielus. Wir haben hier alles gesammelt, oder? Ich glaube ja. Folgen wir ihm. Oder können wir mit ihm reden? Endlich, ihr habt mich befreit. Jetzt kann ich endlich den letzten Wunsch meines Herrn erfüllen. Wer seid ihr? Ich war Rielus, treue Klinge unter dem Kaiser Tiber Septim. Ich weiß nicht, wie lange ich schon tot bin. Es scheint mir eine Ewigkeit. Was ist euch widerfahren? Kaiser Tiber Septim hatte mir und meinen drei Kameraden aufgetragen, herauszufinden, welcher böse Geist die heiligen Katakomben von St. Kretor geschändet hat. Wir ahnten nicht, dass der Unterkönig Zurin Arctus sich erhoben hatte, um sich an seinem früheren Herrn zu rächen. Der Unterkönig besiegte uns. Und mit einem bösen Zauber band er uns an den geschändeten Schrein von Tiber Septim, um diesen für alle Zeit zu bewachen. Ist der Unterkönig noch da? Nein, er selbst ist schon lange tot. Doch sein böser Geist lebt fort und verhindert, dass Pilger zum Schrein des Tiber Septim gelangen können. Während der endlosen Jahre unserer Sklaverei haben wir viel über unsere Niederlage nachgedacht. Ich denke, wir können den bösen Zauber des Unterkönigs brechen. Ich gehe nun, um weiter Fürst Tiber Septim zu dienen. Befreit nun meine Brüder und gemeinsam können wir vielleicht den Fluch des Unterkönigs brechen. Lebt wohl! Okay, lebt wohl! So, ich habe in den Katakomben von St. Kretor eine untote Klinge eliminiert. Sein erlöster Geist teilte mir mit, er sei zusammen mit drei Gefährten vom Unterkönig vor langer Zeit dazu verdammt worden, den entweihten Schrein von Tiber Septim zu bewachen. Er versprach, die Aufhebung des Fluches zu versuchen, mit dem der Unterkönig den Schrein belegt hat. Ich sollte die Geister der anderen verfluchten Klingen von St. Kretor befreien, dadurch könnten sie dabei helfen, den Fluch des Unterkönigs vom Schrein von Tiber Septim zu lösen. Okay, der geht hier weiter. Wir gehen auch einfach mal hier hin, aber liegt einfach nur deshalb, weil wir halt hier jetzt weiter müssen. Oh, Eingangshalle. Der geht da durch. Schöne glühende Steine. Okay. Das sieht hier sehr schön aus. Mist. Okay, er geht einfach durch. Das ist ihm vollkommen egal. Da hinten taucht plötzlich auch noch einer auf. Mist. Also bei Geistern nervt das wirklich. Da würde es anscheinend wo weitergehen. Da geht es ins Wasser. Da sind wir, glaube ich, hergekommen. Und hier haben wir eine Truhe. Ja, sonst nichts.
Moment mal, was mache ich denn? Brauchen wir nicht. Wo sind denn alle unsere Pfeile hin? Sind die alle da runter ins Wasser? Nein. Okay, ich habe keine Ahnung, wo unsere Pfeile hin sind, Leute. Sie sind halt einfach weg. So, Grab der Kaiser von Rehman. Im Wasser werden wir später noch schwimmen. Jetzt geht es erst einmal hier weiter. Okay, von der anderen Seite aus haben wir bestimmt ein sehr gutes Blickfeld da rein. Ja. Das ist so aber nicht gut. War doch eindeutig getroffen, Leute, oder? Geht doch. So, hier würde es einen Weg runter geben. Und hier ist eine Sackgasse. Okay. Gehen wir den Weg runter zuerst. Oh, da ist ein Fall. Da ist zu. Und hier geht es in die Katakomben. Okay. Okay, sonst ist hier nichts. Da. Okay, sollen wir in die Katakomben oder erst woanders hin? Da kamen wir ja hin. Nein, da kamen wir nicht her. Halle der Beurteilung. Ja, gehen wir da rein. Zu viele Geister, finde ich, für meinen Geschmack. Gibt es hier? Ah, besser als Skelette teilweise. Ich hoffe, da trifft sich den Geist da hinten und dann kommt er auf einmal auf uns zu. Hat ihn nicht getroffen, sehr gut. Was war das? Irgendwas hat hinter uns Krach verursacht. Okay, da ist eine Tür. Wir machen sie mal auf, aber weil das so lange dauert, gehen wir erstmal diesen Weg. Ein normales Gespenst, Leute!
noch ein normales Gespenst. Okay. Sehr schön. Ah, da geht es auch in die Katakomben. Machen wir später. Jetzt gehen wir erstmal hier weiter. Ein normales Gespenst und ein düster Gespenst. Okay. Ich höre schon das nächste Gespenst, Leute. Da unten ist es. Und da links, das ist glaube ich kein Gespenst. Doch, es ist auch ein Gespenst. Und ein düster Gespenst auch schon wieder. Ach, Mist. Da ist eine Klinge wahrscheinlich und noch zwei Gespenster. Okay. Wo geht es hier hin? Oh, ist das etwa Schattenbannwein? Das wäre ja super. Nein. Einfach nur eine richtig teure Schatztruhe. So, und das ist das, wo wir vorhin waren. Nur sind wir jetzt oben. Okay. Düster Gespenst, das da vorne könnte ein normales sein. Dann ist auch ein düster Gespenst. Die sind auch noch so richtig blöd verteilt.
Mist. Zum Glück kommt er hier nach unten. Jetzt hat er uns gesehen. Okay. Dann ist jetzt der. Ach komm. Der ist ja mal richtig blöd da. Super. Und da unten ist die Klinge, die haben wir ja schon gehört. Ich glaube, ich habe gerade außersehen die Tür zugemacht. Ja. Ich habe gerade aus Versehen die Tür zugemacht. Wo ist das Gespenst? Ich glaube, das liegt da unter diesem Schrott. Blöd, naja. Und stirb. Jetzt. Ich habe die zweite der verfluchten Klingen eliminiert, die Sankt Kator bewachen. Dadurch kann sein Geist seinen Gefährten helfen, den Fluch des Untotenkönigs vom Schrein von Tiber Septim aufzuheben. Ich sollte meine Suche nach den beiden verbleibenden untoten Klingen fortsetzen. Habt ihr Anna oder Waldemar gesehen? Rielos fiel in der unteren Kammer. Wir wurden getrennt. Der Nebel blendete uns. Nein, das war der Traum. Ich bin jetzt wach. Ich muss den Eid erfüllen, den ich dem Kaiser geschworen habe, bevor ich endlich ruhen. Unkan, der Kassner ist das. Da haben wir eine Klinge bekommen, Leute. Aber den Helm kriegen wir nicht. Schade, naja.
Ja, hier ist sehr viel Blut. Blut, das über Jahrhunderte gehalten hat. Oder es waren in letzter Zeit ein paar Abenteurer hier. Und haben es tatsächlich bis hierher geschafft. So, was für eine Klinge habe ich denn jetzt eigentlich bekommen? Mishaxis Beil. Aha. Wir haben ja hier irgendwo ihr uraltes Akaviri-Katana. Und hier jetzt noch das Beil. Das macht sogar mehr Schaden, wiegt aber auch ein bisschen mehr. Naja. Hat er die Tür wieder geöffnet? Nein, er ist einfach durchgegangen. Nein, er hat sie tatsächlich geöffnet und ist dann durchgegangen, Leute. Danke dafür. So, wir sind hier jetzt, glaube ich, fertig. In die Katakomben. Gehen wir gleich von hier aus in die Katakomben? Ach ja, gehen wir gleich von hier aus in die Katakomben. Nein, da geht's zurück. Hier geht es in die Katakomben.